So, hier mal ein ganz kurzes Update-Video und zwar folgendes. Es gibt, wenn ihr diese News liest und diese Sammeln klickt auf dieses Symbol, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch entscheiden, für wen ihr kämpfen tut. Einmal für abgewiesen, einmal Apokalypse anbeten. Ich sag euch knallhart meine Meinung dazu. Und zwar, meine Meinung ist das mit abgewiesen totaler Quatsch. Aus einem einfachen Grund. Die Spieler, die klein sind und selbst die Spieler, die größer sind, außer die Spieler, die jetzt 1,3 Mille haben, denen kann das total egal sein, die 1,3 Mille haben oder sogar 1 Mille oder 800k. Aber jeder, der gerade mal die 300k erreicht hat, 400k, 500k, ist angewiesen auf 5-Sterne-Helden und auf 4-Sterne-Helden. Meine Meinung, ich werde mich entscheiden für Apokalypse anbeten. Euer Anführer macht das jetzt mal, Auswahl bestätigen, weil ich immer noch zu schwach bin. Ich kann mir jetzt nicht leisten, irgendwelche blöden Fragmente zu erhalten. Das geht einfach nicht. Dann erhalte ich noch zusätzlich diese Newsletter. Du hast die Entscheidung getroffen und dann geht es natürlich erstmal los. Erstmal gibt es hier kleine, so spezielle ja, Belohnungen. Ich finde, die Belohnungen sind richtig gut geworden. Also man hat richtig schöne Belohnungen, 400er und wenn man mehrere noch davon nimmt, auch hier nochmal sagt 400er, geht das richtig erstmal hier ab. Dann haben wir zusätzlich noch die Event-Mission mit dieser Belohnung. Da haben wir richtig fett was raus und zwar haben wir einmal dieses Baronenkrieg, Eiserne Welle. Diese Missionen sind täglich, das ist richtig cool und da könnt ihr also auch eine Menge gewinnen und dann habt ihr auf der linken Seite ein Collect. Na klar, dass das nicht geändert wurde, da bleibt es gleich. Da hat Kerber auch gesagt, Leute, wir werden euch da hier nicht den Arsch vögeln. Das machen wir jetzt nicht. So nett sind wir nicht. Wir halten das gleich. Hier gibt es auch keinen Bonus. Der Bonus ist einfach die anderen Belohnungen, die ihr erhalten tut. Und das sind halt diese. Und das heißt, nehmen wir mal an, das sind 12.500. Ich habe meine 5 Champions, die ich hier nutzen kann. Ich klicke auf Mission starten, habe dann eine gewisse Zeit. Ich habe 7 Minuten Zeit, ich muss gleich was zum Einkaufen, was zum Essen, aber das kann ich kurz schnell zeigen. So, wir haben dann hier Richtungen, also einmal hier und einmal hier und einmal hier und einmal hier. Und dann gibt es noch die Belohnungen, das machen wir jetzt mal schnell durch. Oh, das schaffen wir noch, bevor ich mir eine Pizza kaufe. Ich will das verhindern. Und dann machen wir das auch so. Schauen wir mal, was wir so schnell auf die Neuigkeit hinkriegen. Und da habt ihr auf jeden Fall die Vorteile dieses Builds. Ich sag's euch, Leute, immer, und dabei bleibe ich auch, für die Leute, die 1,3 Miller haben oder höher, denen kann es wirklich egal sein mit den Splattern, von den Kristallsplattern, weil einfach die haben schon alles, was sie haben wollten. Die brauchen nur noch rauf zu tun. Aber für die Leute, so wie ich, die 350k oder 365 haben, lohnt es sich trotzdem, die Apokalypse Göttin anzubeten. Im Endeffekt geht es ja keiner von den Bösen eigentlich. Ja. Es kann durchaus sein, das weiß ich nicht, das hat mir ein Insider gesagt von der Reddit-Community, dass wenn ihr rechts macht, es ist einfacher ist wie auf der linken Seite. Denn Kabam hat Folgendes entschieden, intern, das ist eine interne Sache, dass eben, ja, man könnte sagen, die wollen das nicht gerne, dass man aufsteigen drückt. Ja, weil man kriegt ja wirklich da Haufen Entwickler und nicht nur Fragmente. Aber ich brauche einfach wirklich Haufen Kristalle. Ich habe einfach noch zu wenig Macht. Und solange ich meinen Mephisto nicht als, was weiß ich, 6 Sterne krieg oder mindestens Mephisto als Dupli, habe ich mich halt entschieden, die Apokalypse anzubieten und Starsplitter zu erhalten. Ansonsten bei den Duellen kriege ich noch 2 Entwickler und bei den Ruhmpunkten kriege ich ja auch meinen Entwickler. Von daher ist das jetzt nicht so gravierend. Klar, wenn man jetzt sagt, man will einen Helden aufsteigen, wie nennt sich das? Ein 5-Sterne auf Rang 5, da hat man schon Vorteil, wenn man linke Seite wählt tut. Aber das nur, wenn man schon mindestens 40, nee, mindestens solltest du 40, doch 30 oder 40 5-Sterne-Helden auf Rang 4 haben. Sonst lohnt es sich das einfach nicht. Außer, dass die Missionen noch schwerer sind. Also von daher,
habe ich mich für die rechte Seite entschieden. Ja, ihr werdet jetzt zum ersten Mal meinen YouTube-Channel sehen. Der ist noch nicht fertig, aber ich habe mir gesagt, ich habe keinen Bock, euch das zu posten in Fragmenten. Und daher zeige ich euch dieses Video. Und ihr bekommt heute schon meinen YouTube-Channel zu sehen. Er ist am Sonntag erst richtig fertig. Aber scheiß drauf. Wir sind ja in der Allianz. Jungs und Mädels, wir sind eine Truppe. Das ist in unserem Raum und. Genau, passt das schon. Ich muss gleich meine fucking Pizza kaufen gehen, wie immer. Weil ich immer zu spät alles mache. Aber. Okay. So. Jetzt haben wir das auch gleich und dann zeige ich euch gleich hier das Unterschied. Okay, es ist nicht komplett, aber es ist schon mal. Ja. Auch meine gewisse Zeitemission abzuschließen. Und dann solltet ihr schon dran halten. So, fürs erste einfach mal, wir machen Eister und kriegen 500 und kriegen 1000. Ne? Und ihr wisst, das ist nicht wenig, das ist nicht wenig, da kommt noch mehr. Von daher, das war der Grund, warum ich mich entschieden habe. Ich weiß nicht, ob das die Sith-Seite ist oder die Seite. Es ist aber egal, ich habe mich einfach entschieden für die Kristall-Splitter. Das war's auch von diesem Video. Ein Update wird noch folgen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal und Daumen hoch etc. etc.